Mein Name ist Lea Reiner und ich bin Produktmanagerin bei Dunker Motoren. Dunker Motoren ist seit über 70 Jahren Antriebstechnikhersteller für bürstenbehaftete Gleichstrommotoren, Linearsysteme und Schrittmotoren. Besonderes Highlight sind unsere voll integrierten smarten BLDC-Motoren bis 5000 Watt Spitzenabgabeleistung. Dazu bieten wir einen breiten modularen Baukasten aus Getrieben, Encodern und Bremsen. Alle aus eigener Entwicklung zur Konfiguration von Antriebskomplettlösungen. Im Bereich Simatic Microdrive Antriebssysteme sind wir bereits jahrelanger Produktpartner von Siemens. Wir haben das Potenzial vom Profinet früh erkannt und treiben die Technologie gemeinsam in einer starken Community voran. Inzwischen haben wir Profinet über unsere gesamte Baureihe der BLDC-Motoren umgesetzt. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die Vorteile unserer Profinet-Antriebe in einem Messemodell applikativ zu demonstrieren. Wie wir das gemacht haben, erklärt Michael Burgert, Produktarchitekt bei Dunker Motoren. Eine symbolisierte Messspitze wird mit Hilfe einer Rollenpicker-Kinematik mit gleichbleibendem Abstand über ein rotativ und linear verfahrbares Kunststoffprofil bewegt. Sämtliche integrierte Antriebe von Dunker Motoren werden dabei von einer Simatic S7-1500T-CPU taktsynchron gesteuert. Das gelingt mit unserem BG66 und BG75D Pro PN-Antrieben durch zertifizierte Integration von Profinet IRT. Einmalig in dieser Leistungsklasse ist die volle Integration des ProfiDrive-Profils Applikationsklassen 1 und 4 auf so kleinem Bauraum. Das Besondere am Messemodell ist die Kombination aus realem Modell und digitalem Zwilling, der über eine Dialogstation gesteuert wird. Es handelt sich um ein komplexes System, welches durch die integrierten Kinematiken in TIA-Portal trotzdem ganz einfach umzusetzen ist. Das komplette Messemodell mit sämtlichen Kinematiken wird in NXMCD und SIMIT als vollständiger digitaler Zwilling abgebildet und simuliert. Aus Perspektive der Steuerung besteht dann kein Unterschied mehr zum realen Modell. Komplettiert wird der digitale Zwilling mit Daten des realen intelligenten Antriebs. Alexander, wie wurde denn die Inbetriebnahme des Messemodells realisiert? Vom ersten Konzeptentwurf bis zur Programmierung und der virtuellen Inbetriebnahme konnte das Messemodell dank der umfangreichen Virtualisierungslösungen quasi im Homeoffice realisiert werden. Nach Fertigstellung des realen Modells im Messebau wurde das Programm in die Steuerung geladen und war sofort einsatzbereit. Die Kombination aus Profinet mit ProfiDrive-Profil ist die Grundlage für eine optimale Anbindung an Simatic. ProfiDrive macht dann die Inbetriebnahme durch die in TIA-Portal integrierten Technologieobjekte und die einfache Ansteuerung über PLC-Oben-Anweisungen besonders einfach und komfortabel. Zusätzlich kann dadurch das bereits vorhandene Simulationsmodell in SIMIT verwendet werden. Proprietäre Bausteine sind nicht mehr notwendig. Unser Messemodell demonstriert hier das nahtlose Zusammenspiel von Hard- und Software. Das verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil und auch neue Möglichkeiten für unsere Kunden. Sie profitieren gleich mehrfach. Unsere robuste und leistungsfähige Antriebstechnik ist sehr schnell eingebunden, simuliert und in Betrieb genommen.